So, Freunde, wir sind am Wörthersee und wir nehmen euch jetzt ein bisschen mit, die zwei Tage, die wir hier sind. Es fängt schon mal nicht so toll an. Wir haben gerade den A4 von David hinten drauf. Der Mondi quält sich richtig doll, aber kriegt das schon hin. Und zwar 4 neue Reifen müssen wir holen. Und ja, jetzt sind wir gerade auf dem Weg zur Werkstatt, neue Reifen drauf machen und dann geht es weiter im Text. So, Autos in der Werkstatt. Kupplung heiß gelaufen, weil wir kamen den Berg hier nicht hoch. Jetzt gehen wir mal in die Werkstatt, gucken, was da abgeht. Karre, lass mal hier stehen. Digga, kommst du nicht rein? So, ja, mal schauen. Bremse vorne auch gerissen beim Audi. Also David hat volles Paket momentan. Sieht nicht gut aus. Ja, Grund war wahrscheinlich beim A4 von David. Er hat den RS3 gezogen mit den 20er Rotorfelgen. Und ich weiß gar nicht, was ein lila Querschnitt der hat. Ich glaube 30 oder so. Und er fährt einen übelsten Sturz. Das heißt, er ist auf der Karkasse die ganze Zeit gefahren und den RS3 hinten drauf. Und hat sich die Karkasse somit zerschossen. Ja, und gewichttechnisch, ne, war das nicht so schön. Deswegen 4 neue Reifen zum Wörthersee nur. Das gibt's doch. Für Vlog. Das gibt's doch gar nicht. Was passiert, ey? Adi, guck da, ich zeig dir mal. Digga, guck, wie lange der ausgehalten hat. Was war das? Was, wieso? Digga, ich kann's mir nicht erklären, sag ich dir so, wie es ist. Meinst du Vollbremsung? Mit Hänger? Dass sie geeiert haben, war klar. Aber dass der reißt, Hitze. Digga, alles auf einmal, Alter. Nee, ich bin mir so komisch aus. Ha, wir machen jetzt Bremsenwechsel. Ey, ich schwöre bei Gott, er hat seine ganze Halle mitgenommen. Normal, ehrlich, normal. Digga, ich komm da nicht dran. Wie macht man Bühne hier runter? Warte. Voll. Ja, sind die hier schwerstbehindert, dass sie da anders rumdrehen? Weißt du, wie es denn? Ich mach hoch. Mal runter, bleib. Ey, mach hoch, guck. Komm her, komm hier, komm hin. Deswegen haben die Leiter, weil Knopf nicht geht, weißt du? Die Frage ist, wie du mal runterfährst, Digga. Ja, hol ich den Dösband, das ist schon dazu. Digga, ich zeig dir, ehrlich, ich hab ganze Werkbank hier, ne? Jetzt zeig ich dir, pass auf. Alter, ich wusste, dass die Bremse wechseln muss. Pass auf, du Spaß. Ist ja nicht so, dass die Werkstatt haben, weißt du, ein Werkzeug haben. Digga, einmal Wörthersee mit ihm. Wie willst du das den Bullen erklären? Guck mal. Warum? Ja. Kannst du zu der Frau gehen? Ja. Und der Frau fragen, ob die ein Dings hat, zum Bremse zurückdrücken für A4? Ja. Er nimmt einfach Antriebswellen mit, Digga, für RS3. Als ob der keinen Scheiß braucht. Das Wetter für heute, dass es so warm ist und jetzt Unwetter sein Vater. Muss auch mal sein, gell? Trotzdem wunderschön. So, wir fahren jetzt ins... Da merkt man sich gar nichts mehr. Wir fahren jetzt ins Hotel und dann machen wir uns frisch und dann gehen wir uns duschen. Dann kann Liam auch einmal chillen und dann fahren wir wieder zurück zu David. Und gucken, was der Abend so bringt. Bis gleich. Ah, Digga, ich muss gehen. Schatz. Digga. Wir sind im Hotel angekommen. Ja, ich drehe mal die Kamera, warte mal. So, Lia macht wieder Randale. Klein, aber fein. Auf entspannt. Und ja, wir machen jetzt hier Zimmer fertig und dann fahren wir wieder rüber. Bis gleich. Boah, spitze, ey. Und ich gehe duschen. So, Freunde, es ist ganz am Regnen. Wir gehen jetzt essen. Wir waren gerade an Turbokurve. Ich war ja noch nie hier. Die Jungs haben mir jetzt gezeigt, Turbokurve, dies, das. Ist schon entspannt, hat übelst gepisst, waren aber heftige Autos da. Auf jeden Fall
gehen wir jetzt essen. Da mache ich auch ein paar Videos so ein bisschen undercover. Ja, und dann gehen wir schlafen, Digga, weil ich bin komplett im Arsch, weil ich sag euch ganz ehrlich. Und dann sehen wir uns morgen. Also für euch jetzt gleich, aber für mich morgen, weil ich muss schlafen, ja, ich hab keine Kraft mehr. Voll eingekesselt, vor uns Polizei, hinter uns Polizei. Ich schwöre, deine hat urstattlich angehabt, war direkt gerannt. Nicht Politik los. Boah, wieder durch. Mit seiner Sonnenbrille, wie der aussah. David wird gerade kontrolliert, mal wieder. Warte. Ich hab noch gesagt, gib Gas, Alter. Dann bei Job. Hä? Was denn jetzt? Ich schwör, geil, Alter. Quatsch. Nee, die haben seine Sachen. Oh. Das sind Ehemänner. Digga, ich schwöre, dieser Junge hat mehr Glück als Verstand, Alter. Die Bullen halten ihn an. Ja, der war doch gerade voll tief. Nein, das ist schon ganz Zeit so. Haben Sie Fahrzeugschein? Nö. Und dann gute Weiterfahrt. Tschüss. Digga, was ist hier los? Der er fährt auf vollen Parkplatz. Guck mal, wie dumm der ist. Marc, was gerade passiert mit Polizei? Ich hab die kurz gerippt. Söhne, gell? Ja. Warst du nicht angeschnallt, ne? Ja? Was sag ich denn? Ja, und Bullen tief, ne? Aber war hoch, als er kam, ne? Ja, da war auf einmal hoch. Ich weiß gar nicht, kurz Gewinde hochgeschraubt, weißt du, ne? Boah, der hoffnungsloser Fall, Alter. Der sitzt da, weißt du? Der sitzt da. Ganz an den Backenagel. Sag mal, Statement, so die letzten Tage, die du hier warst. Die letzten Tage, die ich so hier war. War gut, war schlecht, war mit jetzt das? Ruhig. Ist ja jetzt auch erst Freitag, die meisten sind heute gekommen. Geht es nicht voll? Ist noch nicht voll. Ist noch nicht voll. Aber ich glaube, heute, also morgen eskaliert das anders. Ja. Und die Bullen sind dieses Jahr. Aber die sind korrekt. Hä? Korrekt. Teuer, aber korrekt. So, man, jetzt darfst du sagen. Was holst du dir, was du dir? Was ich mir hole? Boah, ich denke, so gottlose Tortellinis. Ich hab dir. Nur Gösser haben wir. Gösser, ja, dann machen wir mal so einen Kanister. Nee, das war ein kleines. Ja, ja. Kleines, oder? Nur ja, erstmal zum Anfang. Okay. Zum Warmwerden. Geschmackskehrer. Minus 20, plus 30 geht. Kleines Bier, kleines Bier. David. Ich würde sagen, ich behalte die einfach mal für den Tag und 8. Oh ja? Habt ihr gesehen, Story? Polizeinachbar. Du Jagdsblech. Dober Job, weißt du? Guck mal. Zeig den Dober Job. Zeig den auch. Ich sehe reifer aus. Dolbajob fährt. Digga, er bleibt stehen, weil Milek nicht hinterherkommt. Digga, Schwanz an meiner Kuh. Was juckt mich Milek? Weißt du schon, was juckt mich das, ob der hinterherkommt oder nicht, wenn links Polizei steht? Digga, Polizei so, seht ihr, Chat, ne? So, er packt so Haltebuch, nicht angeschnallt. Weißt du? Tamam? Ich schon so. So, Digga, mein Wodkaflasche in der Hand. So. Also, so, ich zeig dir, so. Als ob du redest, weißt du? Ich sag zu ihm so, Digga, fahr. Und ich muss auf Milek warten. Ich so, Digga, fahr. Milek ruft mich schon an, Alter. Digga, die wollen gefühlt euch. Ich sehe schon, und guck mal hinter uns. Wir fahren hinter uns, war noch ein Auto, Digga. Wir sind auf Autobahn gefahren. Hält an. Wir sind flach gefahren, wie immer, weißt du schon. Marc hat schon während Fahrt so gedrückt, Knopf, wie bei Djevic, kann man drücken. Weißt du schon. Ey. Ich muss immer abchecken, dass die Leute mich dumm angucken, dass ich gegen Handy rede. Dann, er hat schon auf Knopf gedrückt, so hochgemacht. Ich dachte mir so, ja, stabile Höhe, ne? Weil die Airlift ist Dreck. Gucke, 6 Bar oder so auf dem Kanister. Also nicht ich, ja auch, aber, ne? Hält an, er sagt so, ja, Führerschein, Fahrzeugschein. Er hat Trick, er sagt so, ja, Fahrzeugschein hat Kollege noch im Auto. So, weißt du. Dann, pass auf, dann sagt er so, ja, lenken Sie mal ein. Er macht Auto an, lenkt ein. Jo, sieht Bombe aus. Und ich denke so, ja, ist normal, Alter, wenn er so hoch ist. Digga, wir kommen hier an, Restaurant nach. Ich steig aus, Digga, das Ding flach. Wir haben nichts verstellt, Alter. Also hat ihn schon geschmeckt, die Tiefe, weißt du? Er wollte nur gucken, Alter. Er wollte nur gucken, Alter. Ich sitze da so drin, meine Augen schon so, weißt du? Aber ja, hat funktioniert, Alter. Jetzt essen wir hier noch was. Und dann. Guck dir den Jockel mal an, guck mir. So haben die mich kontrolliert.
Die wussten, mit mir kann man nicht das System auseinandernehmen. Wie das? Ich. Hat von ihm Schakka getauscht. Er hat Ü20, er hat Ü40. Habe ich gesagt, habe ich genauso gesagt. Aber ich bin Trendsetter, ich bin Hipster geworden, gell? Ich trage jetzt auch Schlaghosen wie die Schlampen von heute. Wo? Ja, Freunde, und so geht das den ganzen Tag schon. Ja, mal gucken, was gleich noch kommt, Alter. Ich finde deine Fresse nicht so, Dicker. Die sieht aus, du filmst immer von unten nach. David, weißt du, was ich will Bart filmen. Weißt du, was ich das Gefühl hatte? Erzähl. Die wollten dich wegen dir, Mann. Mensch, ja. Wegen was? Der Typ, der auf Beifahrersitz saß, ne? Der sah aus, als kommt er gerade zur 11. Klasse Abi, weißt du, wie ich meine? Hat die nicht gefetzt, hab in Hauptschule. Genau, genau. Und ich glaube, der Bulle. Und ich glaube. Ich glaube wegen David. Ich glaube, der hat deine Insta-Story gesehen und der wollte Verlinkung, glaube ich. Bei mir Instagram-Story. Ah ja, bis das Video online kommt, ist schon vorbei. Alter. Der macht Vlog, Milog nach. Das bald kommt Reloaded, das Video wird immer noch nicht draußen sein. Das verspreche ich euch ab. Das verspreche ich euch. Aber an den Bullen, Bruder, ne? Mit dem Instagram-Namen 1312 kommst du nicht weiter. Bei Geselle mit. Das wird guter Vlog. Ich glaube, das wird gut. Das kommt an bei den Abonnenten. Die gucken uns alle an, Alter. Die gucken ja, wir hören jetzt auch auf, weil die Leute gucken uns wir schon. Später weiter. Wir machen später weiter, weil die Leute gucken uns an. Wir haben noch mal bestellt und ich habe echt Hunger. Ich kann Bock hier rausholen. Bis gleich. Meine Decke. Ja, das ist doch meins, Oma. Bring Bier, guck, zwei, drei. Ich bin schon warm geworden, hab schon ausgezogen. Vor zwei Minuten noch Pullover, habt ihr gesehen, Frau Feigl? Und dann, hey, Banana-Cola. Ich noch weiter. Wo geht extra, damit wir mitnehmen können? Chef, nimm Spieler mit, ne? Es ist jetzt ein leeres Bild. Ja? Ja, der Chef, wusste der von deinem. Der wusste von deinem Alkoholproblem. Markus, das kann ich doch zu Hause essen. Ich bin doch hier. WC. Da sind die Kakerlakenschweine, Alter. Lass gehen, Mann. Schau hier. Digga, ich hab schon einen Kanister da gezogen, Alter. Bist du frei? Nun ja, setz dich nicht mehr. Wir machen nebenbei noch Vlog. Du bist dann auf Kamera. Das ist Vlog. Macht ihr live auf Insta saufen oder was? Guck mal, ich hab ein neues Auto, gell? Schiri, ich bin gleich Piano. Noch 5 Stück, dann ist es soweit. Dann ist ja Kurva. Ja, Alter. Ich geh nirgendwo mehr. Und du hast die Kakerlaken, Alter.